Mein Name ist Tim Eite, ich bin Maler und wir sind hier bei mir im Atelier in Paris. Am Anfang steht eigentlich immer ein Erlebnis, also ein Ereignis, eine Begegnung, eine Szene, die ich auf der Straße sehe zum Beispiel. Der eigentliche Prozess beginnt dann damit, dass ich versuche, dieses Ereignis zu rekonstruieren. Was wahrscheinlich eindeutig ist, ist, dass der Mensch eigentlich immer im Mittelpunkt steht, also in meiner Arbeit. Sei es, er ist tatsächlich der präsente, abgebildete Mittelpunkt, also dass wirklich Figuren im Bild sind. Aber auch wenn keine Figuren im Bild sind, ist es immer ein Raum, der entweder von Menschen gemacht ist oder von Menschen bewohnt wird. Die unberührte Natur zum Beispiel kommt bei mir eigentlich wirklich nicht vor. Tatsächlich glaube ich an eine gewisse Autonomie der Bilder, also dass die ihr Eigenleben haben. Weil jedes Bild oder jedes Werk auch viele Elemente beinhaltet, die zum Beispiel zeitbedingt sind, also epochenbedingt, und auch von solchen so vielen Einflüssen bestimmt wird, die ich auch gar nicht absehen kann. Also gibt es ganz viele Elemente um den Bildern, die ja, sehr offen sind. Das ist auch so ein bisschen Ziel von was ich habe. Also ich möchte auch, dass die sehr offen sind, also dass man seine eigene Lebenswirklichkeit damit in Verbindung bringen kann und seine eigene Interpretation haben kann. Sobald ein Künstler oder ein Kunstwerk irgendwie zu uns spricht, ist es ja aktuell. Wenn es irgendwie eine Resonanz hat mit unserer jetzigen Lebenswirklichkeit, dann ist es eigentlich ein zeitgenössisches Bild sozusagen. Und also hier in der Ausstellung in Bremen, da gehe ich ja dann konkret dann auch auf ein paar Bilder aus der Sammlung ein. Einerseits suche ich Analogien und andererseits gibt es dann auch eine Gegenüberstellung, wo ich hoffe, dass es zu einem Dialog kommt, was dann meine Werke anders sprechen lässt und aber vielleicht auch dann, dass man dann auch die alten Meister, dass man die Bilder ein bisschen anders sieht. Und natürlich habe ich so meine Ideen, was das Ganze bedeuten könnte und was für ein Narrativ ich da aufbaue mit den unterschiedlichen Räumen und Epochen. Also der Raum mit den Schlafenden bildet vielleicht sowas wie den Ursprung sozusagen der ganzen Ausstellung. Also dass man sich vorstellen kann, dass der ganze Rest der Traum ist, einerseits als utopisches Element und andererseits als Flucht und Parallelwelt. Was ich hoffe, ist dann, dass die Besucher am Ende ihre eigene Geschichte entwickelt haben.